Helmut Frank, geboren 1923, geriet als Soldat in sowjetische Gefangenschaft. Nach dem Kriege Aufbau eines Unternehmens und Generaldirektor einer Papierfabrik. Herr Dr. Frank, wann und wo sind Sie in die russische Gefangenschaft geraten? Unser geliebter Führer hat mich sehr bald nach Russland geholt und ich bin mit 18 Jahren eingerückt und eineinhalb Jahre später im August 1944 in Bessarabien, das ist da irgendwo bei Moldawia, in der Nähe von Chisinau in Rumänien in Gefangenschaft gekommen, Ende August 1944. Nun hatte ich das Pech, einige Tage vorher noch ein paar Granatsplitter in den Schenkel zu bringen, in den Unterschenkel zu bekommen. Das hat sich nicht so schnell bös ausgewirkt. Da wir aber sehr lange Zeit in Staub und in riesigen Marschkolonnen als Gefangene gegen den Osten marschieren mussten, hat der Staub sich in die Wunde gesetzt. Das wurde immer dicker. Das war auch mein Glück, deshalb hat man mir die Schuhe nicht ausgezogen, weil sie die Schuhe kaum noch runterbekommen haben von meinen Füßen, weil die so angeschwollen war, das heißt das eine Bein. Und dann bekam ich nach etwa 3-4 Wochen doch erhebliches Fieber. Und die Frontsoldaten waren ja noch nicht so ganz gemein, wie andere dann hinten wir erlebt haben, so dass man mich in ein Lazarett einlieferte. Und das Fieber wurde immer höher. Langsam bekam ich aber nicht mehr mit, dass das so wahnsinnig geschmerzt hat, weil ich offenbar schon in einem Zustand war, der mich das nicht mehr so wahrnehmen ließ. Aber etwas ließ mich doch ein bisschen trotz verminderter Zurechnungsfähigkeit noch wahrnehmen, dass eine Reihe von Ärzten, die so schnell durchhuschten, um mein Bett einen größeren Bogen machten, weil sie offenbar gesagt haben, da ist sowieso nichts mehr zu helfen. Also lag ich da, bis eines Tages eine gut aussehende junge Ärztin kam. Die kam an mein Bett, entgegen der Übung der anderen, und hat gesagt, wie geht es dir? In Deutsch. Das war für mich schon etwas, was ganz besonders auffiel. Und nun merkte ich auch, dass sie einen Akzent sprach, der mich ein bisschen an das Jiddische erinnerte, das ich in Wien gewöhnt war zu hören, weil wir Bekannte hatten, die auch etwas Jiddisch sprachen. Kurz und gut, diese Frau sah sich meinen Schenkel an und gab mir sofort, 5 Minuten später nach zurückkommend, 2 Spritzen. Auch Spritzen waren in der Zeit schwerer zu bekommen als irgendetwas anderes. Kurz und gut, auch das Spritzengeben war schon ein kleines Wunder. Und das habe ich ja nun auch, das habe ich ja nun auch noch, trotz verminderter Zurechnungsfähigkeit aufgenommen. Kurz und gut, diese Frau blieb bei mir am Bett fast 24 Stunden, kurze Zeit weg. Ich weiß nicht, wie viel Spritzen sie mir gegeben hat, aber unendlich viel. Ich bekam auch was zu trinken und irgendwelche Pillen und irgendwelche Umschläge auf das Bein. Kurz und gut, nach diesen 24 Stunden fühlte ich wieder Geist in meinem Hirn, habe wieder ein bisschen von der Umgebung mitbekommen und dann fing ich natürlich mit meinem kleinen Lebensretter, mit meinem kleinen schönen Lebensretter noch dazu, Gespräche an. Und wir waren zusammen vielleicht, sie kam immer wieder zu mir, 8, vielleicht auch 14 Tage. Und es stellte sich heraus, erstens, dass sie eine Jüdin war, was ich ja schon geahnt hatte aufgrund ihres Akzents, dass sie in Heidelberg studiert hatte, Heidelberg die Feine nach wie vor in ihrem Herzen trug und ein bisschen mehr war als nur eine Ärztin, sondern auch ein Mensch, der den Arztberuf eben auch noch als Berufung aufgefasst hat, sonst hätte sie mir, der ich offenbar doch schon sehr aufgegeben war, nicht so beigestanden. Sie hat ihr Leben gerettet. Sie hat mein Leben gerettet, daran zweifle ich nicht.
Was mir eigentlich leid tut, ich wurde dann Gefangenenschicksal. Nach 14 Tagen, 3 Wochen rausgeschmissen, das heißt wieder in ein Gefangenenlager gegeben, in ein Durchgangslager. Und so kam ich aus dem Blickfeld dieser jungen Ärztin aus Heidelberg, das heißt, die in Heidelberg studiert hat, die jetzt irgendwie was war, Leutnant oder Oberleutnant oder sonst was, bei der russischen Armee. Und das hat mir eigentlich insofern leid getan, weil ich mich ja eigentlich irgendwie nach dem Kriege, nach Heimkehr und nach Normalisierung des Lebens wahnsinnig gern mit der Dame unterhalten hätte und gesagt hat, liebes Kind, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, wenn man das überhaupt mit bloßen Lippen sagen kann, danke in einem solchen Fall, denn sie hat mir eben das Leben gerettet. In einer mehr oder minder zugigen Baracke, in elenden Verhältnissen, auf Pritschen gebettet, kam sie daher wie ein Engel, wenn ich das heute rückblickend sehe, und hat gesagt, den Burschen hole ich mir wieder zurück. Und das war's. Ich bin also öfters Juden begegnet, am Anfang der Gefangenschaft, als wir einen jüdischen Intendanten hatten, im Gefangenlager in der Tschechoslowakei, der sich sehr für uns deutsche Kriegsgefangene einsetzte, indem er für einigermaßen gutes Essen sorgte. Und dann später auch in der Gefangenschaft in Russland, in Aserbaidschan, habe ich jüdische Ärzte und Ärztinnen erlebt, die also sehr gut zu uns waren, das heißt, sich bemühten, dass sie durchaus guten Vorschriften auch möglichst eingehalten wurden, wenn sie auch meistens oder sehr oft nicht das erreichten, was sie erreichen wollten. Wie haben sich die Ärzte mit den Gefangenen benommen? Sehr korrekt. Ich war auch selbst lange im Lazarett, als ich das erste Mal erkrankte. Ich lag auf Leben und Tod mit Dystrophie, Wasser, Ödem. Also kam der jüdische Arzt öfter in mein Bett und sah nach mir. Und als ich dann wieder etwas hergestellt war, behielt er mich im Krankenrevier in seiner Krankenbaracke als Hilfe. Und zwar nachdem er erfahren hatte, dass mein Vater selbst Arzt war. Ich muss sagen, gerade dieser Arzt ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Er war Jude, stammte aus Charkow. Und das Erschütternde war, als er mir erzählte, dass man im Kriege seine Frau, seine beiden Kinder und seine Mutter in Charkow erschossen hatte. Und zwar hatte das die SS gemacht, nach seinen Worten. Und es war für mich irgendwie erstaunlich, dass er sich so benahm, vor allen Dingen gegenüber SS-Leuten, die wir auch unter uns Gefangenen hatten. Da jedes Mal, wenn so ein kranker SS-Mann kam, sagte er, ich befreie dich 2 Tage von der Arbeit und erlaube dir, dass du dich in der Barke ausruhst, weil ihr SS-Leute meine Frau und meine Kinder und meine Mutter erschossen habt. Das war doch eine Wohltat. Ja, das sicher 2 Tage arbeitsfrei war für jeden Gefangenen ein Wohltat. Und ich muss sagen, auch einmal, das muss ich dazu fügen, einmal, wir waren in einem abseits gelegenen Lager, fehlte Medizin, das nur ein paar Kilometer auf der anderen Seite der Kura erhältlich war. Da rannte er nachts los über den Fluss und holte für einen Kriegsgefangenen die Medizin selbst, weil kein anderer gehen durfte. Was für Entfernung war das? Ja, das waren so etwa 6-7 Kilometer. Auf der anderen Seite von der Kura. Wir hatten, das Hauptlager war mit dem Hospital, war auf einer Seite, auf der ostwärtigen Seite, und unser Lager, ein Unterlager, war auf der anderen Seite der Kura, auf der Ostseite. Ursula Pfennig, Witwe des deutschen Offiziers Heinz Pfennig, der bei Stalingrad in sowjetische Gefangenschaft geriet und 1956 zurückkehrte. Frau Pfennig, Ihr Mann ist in Stalingrad mit dem Generalfeldmarschall Paulus zu selber Zeit in russische Gefangenschaft geraten. Ja. War er verletzt?
Ja, er hatte Erfrierungen an beiden Händen und an beiden Füßen. Wurde er behandelt? Ja, er wurde operiert in einem russischen Lazarett. Wie ist das vorgegangen? Er wog damals 80 Pfund, mein Mann, und der Arzt hatte ihm gesagt, er könnte keine Narkose geben, die würde er nicht überleben. Örtliche Betäubungsmittel standen nicht zur Verfügung. Und dann hat der Arzt eben so operiert, wie wir hier so sagen, am lebendigen Leibe. Mein Mann wurde auf einen Tisch gelegt. Vier Schwestern standen rundherum mit einem Leinentuch und hielten ihn stramm runter, damit er sich nicht bewegen konnte. Und er hat dann eine halbe Stunde die Operation verfolgen können und dann ist er ohnmächtig geworden. Der Arzt hat mit einem Schellöffel und mit einem Haken die Gelenke rausgerissen und hat dann die Hautlappen wieder drüber gelegt. Und damit war die Operation zu Ende. Dann wurde ein Verband gemacht und 14 Tage später wurde mein Mann in ein anderes Lazarett verlegt. Er hat aber vorher mit dem Arzt noch gesprochen, hat ihn gefragt, warum er, woher er so gutes Deutsch spricht. Und da hat ihm der Chirurg erklärt, dass er also Jude sei, dass er seine Familie in Deutschland verloren hat, aber eben getreu dem hippokratischen Eid gehandelt hat. Er hätte ihn ja auch verrecken lassen können. Brand wäre die Folge gewesen, wäre halt nicht nach Hause gekommen. Was hat Ihr Mann über diesen Arzt als Person erzählt? Er hat mir nur gesagt, er war ein hervorragender Mensch. Menschlich wäre er gewesen. Auch, dass er es ihm erklärt hat. Mein Mann war ja immerhin Kriegsgefangener und ein Häufchen Elend. Was soll... kann man da weiter sagen. Sind Sie nach dem Kriege noch in Kontakt geblieben? Nein, nein, das konnte man ja gar nicht. Denn mit Russland war ja kein Kontakt. Mein Mann kannte auch den Namen nicht.